Absolut gestört, krank, ey. Freunde, was geht? Damit willkommen zu einem neuen Video. Gerade mal hier ein bisschen entspannt an der Aue lang fahren. Heute ist ein relativ schöner Tag. Ja, ich muss euch auf jeden Fall noch was Krasses erzählen, was am Ende des letzten Videos passiert ist. Ach du Scheiße, das war so krass. Wow, hier ist aber die Straße kaputt, Leute. Ey. Ja, hier, wie gesagt, gerade Kassel, schön Aue mal durchfahren, bisschen entspannt. Viel los heute. Man muss dazu sagen, heute ist der 1. Mai. Da haben wir natürlich auch viele Zeit, bisschen spazieren zu gehen und sowas. Ne? Ja, was ich auf jeden Fall erzählen wollte, was im letzten Video passiert ist, so relativ am Ende, nachdem ich das Video beendet hatte, auf dem Heimweg quasi, ja, ist mir quasi in der nächsten Ortschaft einfach komplett der Auspuff abgefallen. Es war auf einmal schweinelaut, das Ding war ab. Ja, habe ich die Harley natürlich dann auch erstmal gleich ausgemacht und hatte mich dann so einen steilen Berg runterrollen lassen. Also ich kannte mich ja da aus und ich wusste, wo ich ungefähr rauskomme. Hatte da dann geparkt in der Hoffnung so mäßig, so hier kommt erstmal keiner vorbei, ne, dass du halt nicht mitten mit dem abgefallenen Auspuff oben in der Hauptstraße stehst. Das war mir halt erstmal wichtig. Hey, die haben das alles hier umgebaut, sehe ich gerade. Das ist alles neu. War mal irgendwie viel idyllischer. Überall nur noch so komische Bauten, Alter, hier hängt. Ne. Ja, und jedenfalls hatte ich dann unten an der Straße geparkt. Hatte dann jemanden angerufen, so von wegen, hey, bring mir bitte mal zwei Schrauben vorbei, eine neue Auspuffdichtung und ein Dings und Werkzeug. Und in diesem Moment kam dann aber auch mega cool auch einer mit einer 48 vorbei. Also quasi so wie meine auch. Hielt an, guckte sich um, weil ich war ein bisschen weggegangen von der Harley. Hatte mich vorne an die Hauptstraße gestellt, damit man mich quasi sieht. Und er guckte dann nur. Ja, ich dann zu ihm hingegangen und so, und dann sagt er, was ist das Problem? Ich ihm das alles erklärt und dann sagt er, ja komm, lass die Karre kurz den Berg hier hochschieben, ich habe hier direkt eine Werkstatt. Und absolut cool, ey, mega entspannter Typ. Und dann haben wir das Ding direkt bei ihm in der Werkstatt quasi gemacht. Also war quasi drei Häuser weiter. Also manchmal gibt es so geile Zufälle und ja, sind jetzt auch in Kontakt und so. Ist halt voll geil, also. So, was manchmal einfach das so passiert halt, ne? Wäre ich mit der Harley nicht liegen geblieben, hätte ich ihn wahrscheinlich halt auch so nicht kennengelernt, ne? Und dann hätte man diesen Kontakt halt nicht so, ne? Er ist echt mega cool hier unten mit den Booten. Ist voll schön. Hätte man diesen Kontakt halt auch nicht so geknüpft. Und manchmal ist schon, alles hat so manchmal so seinen Grund, ne, warum es passiert. Weil ich meine, der Auspuff hätte ja auch eine Ortschaft weiter abfallen können oder zwei davor. Das ist schon, ja. Ich bin hier schon mega lang nicht mehr lang gefahren durch die Aue. Ich hatte heute mal richtig Bock, weil das Wetter halt auch passt und jetzt halt alles auch schön grün ist und so. Schön aufs Kopfsteinpflaster. Also früher ging es ja auf jeden Fall weiter, bin ich mir ganz sicher. Weil man konnte früher von der Aue aus, deswegen stehen die da, die plakieren irgendwas. Weil früher konnte man eigentlich auch dann direkt wieder hoch auf die Frankfurter Straße fahren. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Wie komme ich denn jetzt auf die Frankfurter Straße? Das ist ja voll der Mist. Wie leer es einfach heute ist, Alter. Es ist so krass leer, diese Stadt. Es ist so krank. Einfach 1. Mai, kein Mensch unterwegs. Was ist hier los?
geil. Ist einfach gar nichts los, Leute, ey. Flohmarkt oder so. Für einen Knall. Man weiß es nicht. Wenn ich jetzt da vorne geradeaus fahre, das wäre das gewesen, wo wir eigentlich rausgekommen wären. Also ich hätte mir quasi jetzt hier dieses Stück gespart halt, ne? Was normalerweise im normalen Berufsverkehr halt immer extrem voll ist, ne? Und dann kommt man quasi da unten raus, da bei dem Turm da hinten ungefähr, ein bisschen weiter unten noch. Aber warum, wie gesagt, keine Ahnung, warum das gesperrt war. Ich habe da auch gar keine Straße gesehen, aber ich bin halt auch schon lang nicht wieder unten lang gefahren. Eigentlich hier so eine Partymeile, also hier sind überall Kneipen und so, also Friedrich Ebert ist das hier. Und ja, ist sonst halt immer richtig viel los, ne? Die ganzen Kneipen dann da hinten und so. Aber wir fahren jetzt hier gleich mal irgendwo wieder runter, wie gesagt, auf die Lilliallee. So,
hier sind halt überall auch Kneipen und sowas, ne? Aber ja, da sitzen ein paar Leute draußen. Kaum grüner wird's nicht, Junge. Wie gesagt, das ist halt jetzt komplett Willemsöer Allee, ne? Kann man ja ganz da oben, sieht man ja das Schloss und alles auch. Ganz oben, ich wechsle mal die Spur, kann man jetzt auch vielleicht ganz da oben den Herkules erkennen. So, man kann halt vom Herkules aus, kann man halt komplett die ganze Willi Allee bis runter gucken, also über ganz Kassel. Und wie gesagt, da oben ist halt die komplette die Schlossanlage. Da sind wir auch schon mal durchgefahren durch den Schlosspark mit der Suzuki in einem anderen Video. Habe ich leider auch nicht so viel von gezeigt, muss man vielleicht noch mal ein bisschen entspannter durchfahren. Hier ist der große Bahnhof Willemsöhe. Einer von den zwei Bahnhöfen hier in Kassel. Ich habe mich ja fast gar nichts zu tun, aber ich habe Bock drauf. Ach du Scheiße, ey. Absolut gestört, krank, ey. Geil. Eigentlich nochmal, ne? Aber wie gesagt, krass wenig los heute. Hätte gesagt, wir vielleicht so, man erlebt ein bisschen was Cooles, aber puh, hier geht gar nichts, ey. Kassel ist ja leer. Einfach leer, das ist krass. Irgendwann fahren wir nochmal hier während der Woche hin. Einfach mal, dass ihr mal den Unterschied seht. Ist eigentlich alles so voll hier und jetzt geil. Hat euch gefallen, mal so ein bisschen so eine kleine idyllische Tour durch Kassel. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Einfach mal Kanal abonnieren, nichts mehr verpassen. Würde mich mega freuen. Vielen Dank für die ganzen Views auf dem letzten Video wieder. Innerhalb von 8 Tagen oder so fast 100 Views. Ey, mega geil. Ich feiere es einfach. Ich bin euch echt mega dankbar dafür. Und ja, wie gesagt, einfach mal hier bitte auch genauso viele Views. Würde mich mega freuen. Und
vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und lass uns mal gucken, was wir im nächsten Video machen. Ich muss auch unbedingt die Suzuki noch reparieren und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis dahin, ciao.